Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und Leute, weil das letzte Haus, also die letzte italienische Villa bei euch so gut angekommen ist und sich einige Leute gewünscht haben, ich soll nochmal eine bauen, passiert genau das heute. Und zwar habe ich wieder eine italienische Villa gebaut. Die sieht auf den ersten Blick relativ ähnlich aus. Das liegt aber, glaube ich, zum Großteil auch einfach daran, dass man die gleiche Blöcke benutzt hat. Sieht aber vom Style her doch ein bisschen anders aus. Auch gerade wenn ich nachher außen rum fliege, müsstet ihr das bemerken. Ich würde einfach mal sagen, wie immer, wir schauen uns das Haus einmal an. Und wenn ihr Bock habt und euch das Ganze gefällt, dann könnt ihr das hier mit mir zusammen nachbauen. Wird wahrscheinlich wieder ein bisschen länger dauern, aber ja, das passiert ja ab und zu mal. Also das heißt, ihr braucht einfach ein bisschen Zeit. Genau, so, wir sind hier einmal auf der Vorderseite. Ihr seht schon, wir haben hier auf jeden Fall einen schicken Pool. So ein Grundstück, was so ein bisschen angedeutet ist durch die Mauer und dann hier auch das Haus mit einer Garage hier auf der linken Seite, die auch relativ groß ist, also da könnten theoretisch sogar zwei Autos reinpassen, wenn man das schafft, in der Garage zu wenden, sage ich mal. Aber genau, das ist die Vorderseite. Dann würde ich sagen, ich guck einfach mal kurz rein. Also hier drin ist natürlich nichts eingerichtet. Es ist auch noch dunkel. Hier fliegen die Fledermäuse rum. Das heißt, das Innere, darauf lege ich jetzt erstmal keine Rücksicht, sondern es geht ja nur um das Äußere. Wenn wir hier einmal außen rum fliegen, haben wir auf dieser Seite hier einen Ausgang oder nochmal einen Eingang. Genau, auch nochmal in so einem Turm drinne. Wir haben hier einen Brunnen auf der Rückseite. Und dann hier auch nochmal einen riesen Ausgangsbereich, der dann in diesen Garten reinführt mit einer Terrasse hier auf dieser Seite, die dann hier teilweise überdacht ist. Hier oben nochmal ein Turm und auf dieser Seite sieht das Ganze so aus. Also dieser ganze Part ist dann die Garage und hier auf der Rückseite haben wir auch einen Eingang in die Garage. Also so sieht das Ganze dann hier drin aus. Also ihr seht, theoretisch würden hier sogar zwei oder drei Autos reinpassen. Genau, oder man macht halt noch eine Werkstatt oder sowas daraus. So, genau, das ist auf jeden Fall das Haus, wie das aussieht. Und ich würde dann einfach mal sagen, wenn euch das gefällt, dann fangen wir einfach mal an, das Ganze zusammen nachzubauen. Die Blöcke, die wir dafür brauchen, sind zum Großteil Sandstein, Quarzblöcke, Fichtenholzbretter und dann Ziegelsteine und davon dann auch noch die Stufen von den jeweiligen Blöcken und dann noch so ein paar andere Sachen, die ich dann aber immer wieder dazu sage. Seit wann gibt es hier solche Zebrapferde? Ne, ist kein Zebra, aber so ein, ja, wie auch immer, ist ja auch egal. So, genau, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Sandstein. Und zwar fangen wir an dieser Stelle hier an, also genau an dieser Stelle. Und dafür macht es eigentlich sogar Sinn, erstmal einen Fichtenholzblock auf den Boden zu setzen. Dann ziehen wir einen nochmal nach vorne und setzen dann auf den hinteren, also hier, Sandsteinblöcke drauf. Und zwar 11 Stück aufeinander. Das heißt 1, 2, ne, einen hatten wir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Genau, dann das erstmal. Dann würde ich sagen, wir machen mit dem Fichtenholz erstmal so ein bisschen weiter. Genau, und zwar haben wir einen Block hier und wir brauchen jetzt 6 weitere, die wir rechts daneben setzen. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind jetzt insgesamt 7 Blöcke. Dann gehen wir hier ganz rechts einen nach hinten und ziehen das 15 weitere Blöcke nach rechts. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Genau, ich mache das einfach, weil das dann, glaube ich, so ein bisschen einfacher ist, darauf weiterzubauen. Genau, und dann auf dieser Seite hier müssen wir jetzt hier einmal links daneben noch einen Block setzen, dann 2 weitere nach vorne, 2 weitere nach links und dann hier auf der linken Seite 6 weitere nach hinten. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann ziehen wir das hier 2 nach rechts, wenn das Schaf hier einmal weggeht. Und dann hier wieder nach vorne. Also, dass man hier so einen Rahmen sozusagen hat. Und das hier müssten 7 Blöcke sein. Also diese Länge und das hier halt 3. Genau, und dann kann man sich eigentlich auch schon mal Grasblöcke nehmen und die hier reinsetzen, wenn man das möchte. So, dann haben wir das schon mal geschafft.
Dann würde ich fast sagen, dass wir einmal hier ganz nach rechts gehen, hier schon mal ein bisschen Holz nach hinten ziehen und zwar 7 weitere Blöcke. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis hierhin erstmal und dann ziehen wir das einfach mal hier nach, also wieder in die Richtung rüber, wo wir herkamen, sage ich mal. Wie weit das dann geht, das gucken wir später. Wir ziehen das erstmal bis hierhin. Und dann hier an diese Säule wieder dran. Wie gesagt, hier kommt später noch mehr hin, aber das erstmal. Und dann füllen wir diesen ganzen Bereich einmal auf. Also das dauert jetzt ein bisschen, aber dann haben wir schon mal so eine kleine Grundlage, worauf wir weiter bauen können. Genau, dann ist es einfach für uns einfacher, gleich weiter zu bauen. So, deshalb mache ich das jetzt schon mal. So. Ich weiß nicht, wieso hier so viele Tiere sind. Das sind irgendwie mehr als sonst, habe ich das Gefühl. Vielleicht täuscht mich das aber auch. Wobei, die sind einfach nur alle auf diesen Fleck hier platziert. Genau, so. Als nächstes würde ich sagen, machen wir dann mit der nächsten Säule weiter. Und zwar müssen wir jetzt in der Mitte einmal 4 Blöcke freilassen. Also nach, von hier 1, 2, 3, 4 Blöcke und auf den fünften, das heißt hierhin. Setzen wir auch Sandstein und da auch wieder 11 aufeinander. Das heißt, einen hatten wir jetzt, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Die müssten auf die gleiche Höhe jetzt kommen. Oben können wir die dann schon mal miteinander verbinden. Und dann gehen wir jeweils auf die Rückseite und ziehen das 4 Blöcke weit. Das heißt, 3 weitere Blöcke, die wir da hinziehen, weil wir ja einen schon haben. Also, ne, einen hatten wir, 2, 3, 4. Und hier auch 2, 3, 4. Und diese ganzen Blöcke, sag ich mal, die ziehen wir jetzt alle hoch auf eine Höhe von 11. Das heißt, einfach auf die gleiche Höhe, wie das davor schon ist. So, hier auf der Seite genau dasselbe auch nochmal. Ups, so, genau, dann haben wir das schon mal. Und das wird halt der Eingang. So, als nächstes dann nehmen wir uns einmal, würde ich sagen, glatte Quarzblöcke und wir gehen auf die rechte Seite von diesem Bogen und setzen jetzt nicht hier an der ersten Stelle, sondern hier an der zweiten. Also genau hier setzen wir einmal einen Quarzblock hin, lassen dann nach rechts gehen, 2 Blöcke frei, dann wieder hier ein Quarzblock, dann lassen wir wieder 2 Blöcke frei, noch ein Block, wieder 2 Blöcke frei, noch ein Block. Und wieder 2 Blöcke frei und noch ein Block, dass man hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hat. So, das erstmal als Orientierung für uns, beziehungsweise was wir auch schon machen können, ist, dass wir beim ganz rechten nach hinten gehen, 2 Blöcke freilassen, hier einen hinsetzen und dann nochmal 2 Blöcke freilassen und dann hier ganz am Ende, also am Rand sozusagen, hier auch nochmal einen Block hinsetzen. Das erstmal als Markierung. So, dann können wir uns Sandsteinblöcke nehmen und anfangen von hier, also von diesem hohen Block aus hier diagonal, dort einen Block hinzusetzen und das nach rechts hingehend 10 Blöcke weit ziehen. Das heißt, einen haben wir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bis hierhin, also 2 Blöcke vor dem Quarz sozusagen, hören wir auf. Und das Ganze können wir dann hochziehen am Ende, sag ich mal, hier auf eine Höhe von 8. Das heißt, einen Block haben wir ja schon. Das heißt, wir fangen an, ab 2 zu zählen bis 8. Also, ne? Einen hatten wir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 bis hierhin. Ganz links machen wir dasselbe auch einmal. Das heißt, hier auch 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dass das hier insgesamt 8 Blöcke sind. Und dann gehen wir auf den sechsten Block, also den dritten von oben, ne? 1, 2, 3. Und ziehen hier eine Verbindung, dass das Ganze einmal so aussieht. Genau. Soweit erstmal an dieser Stelle. Dann gehen wir einmal nach links hier an die Seite und ziehen jetzt hier an dieser Stelle, also hier unten, da können wir schon mal hier 3 Blöcke Sandstein reinsetzen. Und da drauf. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Wir ziehen das jetzt nochmal 6 weitere Blöcke hoch. Das heißt,
noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke. Und dasselbe machen wir mit den beiden auch. Das heißt, ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dass das Ganze so hoch ist. Und hier oben, genau, machen wir das jetzt so, dass wir diesen obersten Block sozusagen, also diesen hier nehmen. Das sind ja drei Blöcke. Wir müssen das noch weiter nach links ziehen. Insgesamt 8 Blöcke weit. Das heißt, wir zählen einmal weiter ab 4 bis 8. Das heißt, 3 hatten wir, 4, 5, 6, 7 und 8 bis hierhin. Und dann, ja, ich tue mich gerade schwer, das jetzt hier runter zu ziehen, sage ich mal. Aus dem Grund, weil hier ja die Garage noch dran kommt. Das heißt, wir lassen das erstmal so ein bisschen offen. Beziehungsweise, was wir machen können, ist, dass wir ganz links hier zwei Blöcke hochgehen und ganz rechts hier auch nochmal zwei Blöcke hochgehen. Das können wir schon mal machen. Und dann können wir uns eigentlich, ja komm, wir machen das. Wir nehmen uns schon mal Sandsteintreppen und setzen jetzt hier eine Sandsteintreppe rein, hier eine umgedrehte rein. Dasselbe hier und hier auch. Und dann muss auf jeden zweiten Block, sozusagen drehen wir das immer einmal. Ne? Das heißt, hier kommt dann so rum eine Treppe. Hier kommt so rum eine Treppe, dann wieder eine so rum und wieder eine so rum. Und hier oben mit den umgedrehten dasselbe. Das heißt, ich mache das immer so, ich setze dann zwei Treppen hin, reiße dann die vordere ab, setze hier nochmal zwei Treppen hin, reiße die vordere wieder ab und ziehe dann hier wieder eine Treppe rein und hier eine Treppe rein. Also, dass man am Ende drei von solchen Ringen hat. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen kompliziert, wenn man das noch nicht gemacht hat. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist das eigentlich easy. Also, ihr seht, das sind immer solche Treppen, die ein Fenster bilden. Genau, und drei Stück davon müssten das hier sein. So, und auf dieser Seite machen wir dasselbe auch mal. Und zwar also hier eine Treppe rein, dann auf jeden zweiten Block sozusagen wieder eine Treppe. Ne, dann haben wir das erstmal so. Dann kommen andersrum die Treppen hin. Dann sieht das Ganze schon mal so aus. Dann kommt hier eine umgedrehte Treppe rein und dann wieder auf jeden zweiten Block und an den vorderen abreißen. Also das ist das System, wie ich das mache. Ich glaube, das geht so am schnellsten. Und dann kommen hier die anderen umgedrehten Treppen rein. Und dann hat man hier insgesamt 4 von diesen Fenstern. Genau, so. Dann würde ich sagen, machen wir mit der Garage weiter. Und zwar müssen wir jetzt einmal hier an diese Stelle hingehen. Also genau hier einen Block erstmal hinsetzen. Beziehungsweise, ja doch, das passt. Dort einen Block, dann setzen wir das einmal auf eine Höhe von 5, das heißt, ein hatten wir, 2, 3, 4, 5. Bis hierhin ziehen wir das erstmal. Also, dass hier sozusagen ein Block frei bleibt. Und hier ziehen wir das jetzt nach vorne weg. Nach vorne weg insgesamt 15 Blöcke. Also, einen haben wir schon. Das heißt, wir zählen ab 2 weiter bis 15. Also, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bis hierhin und ziehen das dann hier so einmal runter zum Boden, ne, dass das Ganze hier runter anschließt. Genau, was wir dann schon mal machen können, ist, dass wir hier links einmal nochmal eine Linie reinziehen, dann hier oben von hier angefangen nach rechts hingehend auch nochmal komplett eine Linie reinziehen. So, hier kommt dann das Garagentor rein, das heißt, wir lassen hier 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke frei und auf den 6. also hier, ziehen wir wieder Sandstein nach oben. Ihr könnt euch auch hier am Holz orientieren, wenn das für euch einfacher ist. Und dann, sag ich mal, den Rest hier innen füllen wir dann komplett mit Sandstein auf. So, dass hier eine solide Wand ist. Hier kommt, wie gesagt, das Garagentor rein. Genau, so. Dann gehen wir einmal von hier aus, von dieser Ecke jetzt, nach links raus insgesamt 9 Blöcke, das heißt 8 weitere Blöcke. Ne? Also einen haben wir schon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Blöcke sind das dann hier. Dann können wir das hier oben auch schon mal rüberziehen und dann hier nach unten verbinden. Also dass wir hier eine Wand haben, die wir dann auch komplett auffüllen mit Sandstein. Und dann ziehen wir das hier auch einmal nach hinten weg. So, da muss ich jetzt mal gerade gucken, wie viele Blöcke das sind. Das sind insgesamt 19 Blöcke. Das heißt, wir fangen an von hier hinten ab 2 bis 19 zu zählen. Das heißt, ein Block haben wir schon, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bis hierhin, dann ziehen wir das hier 4 weitere Blöcke hoch und verbinden das dann einmal komplett wieder rüber bis zur Vorderseite. So, bis hierhin. Und das ist dann sozusagen die Garage, die wir jetzt so ein bisschen markiert haben. Hier geht das natürlich nachher wieder zu. Das mache ich dann, glaube ich, aber erst nachher. Genau. So, was wir jetzt schon mal machen können, ist, dass wir hier an diese Stelle hingehen. Es wird teilweise, glaube ich, so ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, das kriegt man alles hin. Also, dass wir hier an die linke Seite hier hingehen, an diesen unteren Block, an diese Ecke. Und die ziehen wir jetzt einmal nach hinten weg, insgesamt 14 Blöcke. Das heißt, wir stellen uns hier hinter und zählen einmal ab 2 bis 14. Also 2, na, weil wir einen schon hatten, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bis hierhin. Und dann können wir das hier schon mal runterziehen bis zum Boden. Und hier oben nochmal 2 Blöcke draufsetzen. Also das kann man auf jeden Fall schon machen. Und dann können wir hier auch schon mal anfangen, die kompletten Fenster reinzuziehen mit dem gleichen System, wie wir das hier gemacht haben. Das heißt, immer hier eine Treppe rein, auf jeden zweiten Block erstmal. Ups, so. Und dann auf den anderen Seiten kommen die halt andersrum rein. So, hier natürlich auch. Dann kommen hier wieder die umgedrehten Treppen rein, also hier die erste, so, dann reißen wir immer diese vordere ab, wenn wir 2 gesetzt haben. So, und dann kommt hier nochmal die andersrum rein. So, und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 von solchen Fenstern in dieser oberen Region, sage ich mal. Genau. So, dann würde ich sagen, als nächstes einmal nehmen wir uns Fichtenholzbretter und fangen an, hier wo wir diese Linie, also diese Garagenlinie sozusagen gesetzt haben, hier hinter kommt einmal hier ein Holz hin und das ziehen wir jetzt weiter nach links, insgesamt 20 Blöcke, das heißt einen Block haben wir, dann 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich weiß nicht, ob ihr das Schwein gerade beobachtet habt. Genau, 20 Blöcke bis hierhin. Und dann einmal nach hinten, also in diese Richtung nochmal weiter. Ne? Ihr seht hier das Haus in diese Richtung. 11 Blöcke. Das heißt, wir zählen hier ab 2 bis 11. Also 2, na, weil wir einen schon hatten, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bis hierhin erstmal. Genau. Bis hierhin erstmal. Dann würde ich sagen, so, ich muss immer gerade gucken, wo es am sinnvollsten ist, dann weiterzumachen. Eigentlich ja fast auf der Vorderseite, würde ich ja sagen. Genau, was wir hier schon mal machen können, ist hier in diesem unteren Bereich, sag ich mal, also hier in diesem Bereich, dass wir da oben an dieser Stelle einmal komplett nochmal Sandsteinblöcke reinsetzen. Und dass wir dann hier auf jeden zweiten, also 2 Blöcke freilassen und dann hier eine Quarzverbindung machen, 2 Blöcke frei, hier eine Quarzverbindung und dann kommt hier Glas rein und zwar hellgraue Glasscheiben habe ich dann genommen und dann machen wir hier sozusagen 3 Fenster rein. So, die werden später kaum auffallen, weil man hier noch so ein Dach davor zieht, also dort auf der rechten Seite, aber ihr seht da unten, da sind Fenster drin, ne? Genau, so, das zum einen und dann würde ich sagen, dass wir hier auf der rechten Seite mit Sandstein weitermachen und zwar ziehen wir jetzt hier 3 weitere Sandsteinblöcke hinter, also bis zum Ende von dem Holz sozusagen. Und machen das dann so, dass wir hier ganz rechts einmal hochgehen auf die gleiche Höhe wie das. Das müssten, glaube ich, 8 Blöcke sein. Das heißt, 2, einen hatten wir schon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, das passt. Und dann machen wir das so, dass wir hier 3 Blöcke freilassen. Hier eine Verbindung ziehen. Da drauf auch nochmal Sandstein setzen. Und hier dann mit Sandstein Treppen wieder so ein Fenster reinsetzen. Und hier unten kommt auch Glas rein.
So. Wenn wir das haben, dann nehmen wir uns wieder Sandsteinblöcke und ziehen hier unten einen Block rein und dann hier in die Richtung, wo wir das Quarz haben, einmal raus. Vier weitere Blöcke, also 1, 2, 3, 4, bis hierhin vier weitere Blöcke aus Sandstein. Und dann nehmen wir diesen letzten und ziehen den einmal hoch auf eine Höhe von 11 Blöcken. Das heißt, einen haben wir schon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Also bis hier oben ziehen wir das Ganze. Und dann gehen wir ganz nach unten hin, also hier hin, lassen nach rechts gehend vier Blöcke frei. Also 1, 2, 3, 4. Und auf den fünften hier hin setzen wir auch noch mal 11 Blöcke Sandsteine übereinander. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dann können wir das oben schon mal miteinander verbinden und ziehen hier hinter vier weitere Blöcke, also 1, 2, 3, 4, genauso weit wie da vorne. Und was wir dann machen können, ist, dass wir diese Linie schon mal hochziehen können, also hier überall Sandsteinblöcke draufsetzen. So, bis auf die Höhe wie das hier vorne. Also 11 Blöcke sind das insgesamt. Und dasselbe hier auf der Seite auch einmal. Das heißt, hier überall Sandsteinblöcke drauf. So, ups, bis hierhin. Und hier kommt dann ja auch noch mal dieser Special-Eingang rein, sozusagen. Später, wenn wir dann fertig sind. Genau, so. Dann gehen wir einmal hier hinter an diese Ecke und ziehen hier einen Sandsteinblock hin. Ziehen den hoch auf eine Höhe von 8. Das heißt, einen Block haben wir ja schon. Nee, sorry, warte mal. Auf eine Höhe von 9. Das ist ganz wichtig. Also einen haben wir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau, das ist wichtig. Das sind 9 Blöcke, weil hier unten kommt nochmal Holz drumherum. Deshalb habe ich mich gerade fast vertan. Genau, dann lassen wir hier einmal. Oder wir lassen nicht die Blöcke frei, sondern wir setzen hier zweimal Fichtenholz hin und ziehen hier dann auch wieder 9 Blöcke Sandstein aufeinander. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bis hierhin. Lassen dann nach oben, von oben gehen, zwei Blöcke frei und ziehen hier eine Verbindung, also dass hier zwei Blöcke frei sind. Und hier kommt dann wieder so ein Sandsteinfenster rein aus diesen Treppen. Und hier unten, jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich hier nichts falsch mache, kommt erstmal eine Schicht Sandstein rein und dann kommt hier und hier eine umgedrehte Sandsteintreppe rein, dass das hier so einen Bogen ergibt. Genau, nee, beziehungsweise, sorry, diese Blöcke kommen raus, hier kommt schon der Bogen rein. Hier oben. Also es ist ein ziemlich hoher Bogen. Es ist letztendlich auch fast egal, wie man das macht, aber so habe ich das auf jeden Fall vorhin gemacht. Genau, so, was wir dann machen, ist, dass wir uns wieder Sandstein nehmen. Und dann einmal hier auf dieser Höhe, also wieder zwei von oben freilassen und hier einmal drei Blöcke nach rechts rausgehen, also wenn wir hier einmal um die Ecke gegangen sind, ne, hier drei Blöcke raus, dann hier zwei nach oben und dann das Ganze auch nach unten verbinden. Bis hierhin. Hier kommt dann wieder ein Fenster rein. Das bedeutet hier und hier eine Treppe, hier eine umgedrehte und dort eine umgedrehte rein. Und hier kommt dann auch eine umgedrehte und so rum eine umgedrehte Treppe rein, dass wir hier wieder so einen Bogen haben. Und dann kommt auch hier Holz einmal dazwischen. Genau, so. Dann können wir uns schon mal weitere Sandsteinblöcke nehmen und anfangen hier einen hinzusetzen. Ja, ich fliege nochmal so ein bisschen außen drum, dass ihr euch genau orientieren könnt, wo das ist. Also genau hier kommt dann so ein Block hin. Und den ziehen wir dann noch drei weitere raus. Also, dass das insgesamt vier Blöcke sind, die hier nebeneinander stehen. Und diesen ganz rechten, also hier, ziehen wir dann einmal hoch auf eine Höhe von 8. Ne, auf 9. Sorry, auf 9. Das heißt, ein hatten wir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau, bis hierhin ziehen wir das Ganze. Sehr wichtig. Und dasselbe machen wir dann hier mit der Seite auch. Also hier ziehen wir das auch hoch auf eine Höhe von 9. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bis hierhin.
So, verbinden das dann hier auf der Höhe wieder, also dass hier oben zwei Blöcke frei bleiben. Und hier kommt dann auch wieder so ein Fenster rein. Und hier ist das dann miteinander verbunden, genau. Und dann können wir uns Sandsteintreppen nehmen und hier Treppen reinsetzen und dann da drauf treppen. Und zwar so lange, bis das hier zu ist. Und dann ergeben sich solche Streifen hier an der Seite. Genau, dann haben wir diese Wand auch schon mal. Also ihr merkt, wir arbeiten erst an der ganzen Form, bevor wir hier mit dem Dach, sage ich mal, weitermachen oder das Dach da drauf ziehen. So, als nächstes einmal, sorry für den Huster, ich bin immer noch nicht ganz gesund. Als nächstes einmal ziehen wir jetzt wieder das Ganze so ein Stück weiter raus und zwar wieder hier auf der Höhe, dass wir oben zwei Blöcke freilassen und das hier dann einmal rausziehen. Und wir haben ja jetzt hier zwei Blöcke schon nebeneinander. Das müssen aber insgesamt 13 sein. Das heißt, wir zählen einmal weiter ab 3 bis 13. Das heißt, ne, ein hatten wir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13. Gehen dann hier zwei Blöcke hoch und nach unten bis zum Boden. Also bis hierhin die Blöcke. Genau, und was wir dann machen, ist, dass wir hier unten einmal hingehen und immer drei Blöcke freilassen und auf den vierten einen Sandstein hinsetzen. Hier drei Blöcke frei, hier ein Sandstein und dann müssen hier wieder drei Blöcke frei sein. Und diese Blöcke ziehen wir einmal komplett hoch bis hierhin. So. Und dann ist vielleicht ein bisschen kompliziert. Also hier ist ja genau die Mitte sozusagen von dieser Strecke. Links und rechts davon kommen jeweils zwei Blöcke aufeinander, dass das Ganze so aussieht. Und dann nehmen wir uns Sandsteintreppen und hier kommen dann wieder diese Fenster rein. Das heißt, hier eine Treppe hin, hier eine Treppe hin, hier eine und hier eine. Und dann hier diese umgedrehten hin. Ups, hier eine umgedrehte und hier eine umgedrehte hin, also dass man hier zwei von diesen Fenstern hat und dasselbe in diesem Bereich auch nochmal, das heißt hier und hier eine Treppe, so und so, umgedrehte, umgedrehte und dann einmal so, dann hat man hier auch zwei Fenster und hier in dem Bereich kommt hier eine Treppe so rum und hier eine umgedrehte Treppe rein und dann hat man sozusagen auch ein Fenster, aber was einfach geschlossen ist. Genau, das lässt sich halt hier nicht anders machen. So, und was wir dann auch machen können, ist, dass wir aus diesen also aus diesen Bögen richtige abgerundete Bögen machen. Das heißt, hier kommen jeweils in die Ecken umgedrehte Treppen rein. So in alle drei Bögen. Und dann hat man hier solche ganz schönen abgerundeten Bögen. Und hier kommt dann später dieser Ausgang auf der Rückseite. So, und was wir dann hier machen, ist, dass wir auf der Seite einmal nach Richtung Hausinnen gehen. Drei weitere Blöcke. Also bis hierhin und das Ganze dann einmal hochziehen bis auf diese Höhe. So, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das ganz korrekt gemacht habe. Weil es kann sein, dass hier nochmal ein Fenster rein. Genau, ich glaube, diese mittleren, diese müssen einmal raus und dann kommt hier auch nochmal so ein Sandsteinfenster rein. Genauso wie wir das auch auf der anderen Seite gemacht haben. Genau, das passt. Und was wir dann jetzt noch machen müssen, ist, sage ich mal, dass wir von dieser Ecke aus das einmal hier nach links rüber verbinden, bis hierhin, bis an die Ecke. Und das hier dann auch einmal hochziehen auf die gleiche Höhe wie das. Und dann ziehen wir hier auf der dritten, also auf dem dritten Block von oben, hier wieder eine Verbindung. Und hier kommen dann auch wieder Fenster rein. Ich muss mal gerade gucken, ob das passt. Das geht nicht ganz auf. Genau, das heißt, hier rechts kommt nochmal eine Schicht Sandstein rein, meine ich. Oder auch nicht. Warte mal, da muss ich mal gerade gucken, weil ich lasse das erstmal frei. Ich bin mir da jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich lasse das erstmal frei. Genau, bevor ich das hier weitermache. So, was wir dann aber auch schon machen können, ist, dass wir hier an diese Stelle gehen, hier unten einmal Holz reinsetzen, also hier 1, 2, 3, 4 Blöcke Holz und auf diesem vierten kommt dann einmal Sandstein, was wir von unten einmal bis nach oben ziehen, also bis hierhin.
Und dann ziehen wir diese Ecke auch einmal hier rüber, hier dran. So, und hier kommt dann nachher das Dach drauf. Beziehungsweise ich würde sagen, dass wir das Dach jetzt schon mal hier drauf ziehen. Und zwar machen wir das so: Wir nehmen uns Ziegelstufen und fangen damit an und setzen die jetzt einmal hier überall komplett drauf. Also bei der Garage befinden wir uns ja gerade, dass wir hier einmal überall Ziegelstufen draufsetzen auf die Mauer. Bis hierhin erstmal, also bis auf diese Ecke. So, dann nehmen wir uns Ziegelsteine, also ganze Blöcke, und ziehen die dann hier auf der Innenseite weiter. So, dann auch einmal bis hierhin. Dann nehmen wir uns wieder Ziegelstufen und machen sozusagen, also wir gehen noch ein Stück weiter nach oben und ziehen dann hier eine Schicht aus Ziegelstufen wieder hin. Auch einmal komplett außen rum, hier dann rum, bis an diese Stelle erstmal. Dann nehmen wir uns wieder ganze Blöcke und ziehen hier Blöcke hin. Auch schön wieder außen entlang. Und das Ganze wird natürlich immer enger. So, und hier dann auch weiter, erstmal bis hierhin. Und dann nehmen wir uns nochmal Ziegelstufen und setzen die jetzt hier dran. Ups, und ziehen die so weit, bis das hier alles geschlossen ist. Na, das heißt genau bis hierhin. Dann haben wir das Dach für die Garage schon mal fast fertig. Genau hier außen müssen wir natürlich noch hingehen und hier in der obersten Schicht Sandstein auch nochmal Stufen nehmen und die hier auch komplett rumziehen. So, hier entlang, hier entlang. Erstmal bis hierhin an diese Stelle. So, ich würde sagen, wir können dann hier dieser Garage schon mal komplett zumachen auf der Rückseite. Genau so, wo ist das richtige Bild hier? Und zwar machen wir das so, dass wir erstmal Sandstein nehmen und hier unten nochmal überall einen Block draufsetzen. So, bis hierhin. Dann kommen ganz links hier nochmal zwei Blöcke drauf, ganz rechts zwei Blöcke drauf. Dann kommt hier ein Sandsteinfenster hin. Also einfach vier Treppen davon wieder und hier auch. So. Auch wieder ein Fenster. Dann kommen dort wieder Sandsteinblöcke rein, also eine Schicht. So, hier auch eine Schicht. Dann noch eine Schicht und noch eine Schicht. Ich hoffe, dass ich jetzt alles richtig mache. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das wird funktionieren. Und dann reißen wir hier unten diesen Block raus und diesen Block raus. Setzen in der Mitte hier überall nochmal doppelt Sandstein drauf, also dass man hier solche Öffnungen sozusagen hat. Und dort kommen Sandsteintreppen rein. Drei Stück übereinander und hier auch. Ups. So. Ich meine, dass ich das so gemacht habe. Ist letztendlich auch eigentlich halb so wild oder halb so, ne, wenn man das nicht genau so macht. Das ist einfach nur, damit man die Wand so ein bisschen dekoriert hat. Genau, das dann erstmal. Und ich glaube, hier fehlt, genau, hier fehlt nochmal ein ganz wichtiger Block. Beziehungsweise, ich würde sagen, hier zieht man dann direkt von der Innenseite nochmal überall Blöcke drunter. Und dann noch weitere. Also ich würde das, glaube ich, komplett zumachen. Also, dass man hier überall nochmal Blöcke drunter zieht. So bis hierhin. Also, dass das komplett zu ist, diese Ecke. Und hier würde ich auch einen ganzen Block drunter setzen, anstatt von einem Holz. Genau, so, hier kommt dann nachher der Eingang in die Garage rein. Bevor wir das machen, würde ich aber einfach mal sagen, wir nehmen das Holz und hier haben wir diese Ecke schon gezogen und die ziehen wir jetzt einmal zurück. Hier entlang bis an diese bis an diese Hauswand und füllen das Ganze dann hier auch einmal mit Holzblöcken auf. Also dieses Ganze, was wir jetzt markiert haben, hier auf der Innenseite muss ja auch überall Holz rein. So, das heißt, das machen wir jetzt einfach mal, weil das so oder so früher oder später gemacht werden muss. Jetzt ist natürlich eine Menge Arbeit, aber während ich das mache, könnt ihr das bei euch dann ja auch einfach machen. So, und ich habe ja angekündigt, dass das wieder ein langes Tutorial wird. Und unter anderem diese Sachen sind dann immer der Grund dafür. Aber ist ja in Ordnung, weil am Ende hat man dann ein mega cooles Haus hier stehen. So, in die Garage würde ich erstmal noch nicht reingehen, weil die habe ich eine Etage nach unten gezogen sozusagen.
So, aber den Rest hier füllen wir einfach mal komplett auf. So, hier haben wir das ja teilweise schon gemacht. So, hier weiter. So, hier geht das dann auch einmal komplett weiter. Und hier muss man so ein bisschen gucken, also gerade bei diesem Tor. Hier hören wir sozusagen einen Block vor dem letzten auf. Also bis hierhin ziehen wir das Holz. Und hier machen wir das so, dass wir auch, also zwischen den Säulen keine mehr setzen, aber hier sozusagen auf der Innenseite vor den Säulen, dass wir dort aufhören mit dem Holz. Aber bis dahin ziehen wir auch komplett alles mit Holz. Das bedeutet also im Grunde genommen ist das ganze Haus einen Block höher als der normale Boden. Also befindet sich sozusagen auf einer kleinen Erhöhung. Aber das macht das Haus nochmal so ein bisschen plastischer, wenn man das von außen anguckt, finde ich. Genau, und deshalb lohnt sich das auch. So. Genau, so. Hier, und jetzt gleich haben wir das. Wie gesagt, sowas dauert dann immer ein bisschen, aber ist okay. Muss früher oder später einfach gemacht werden. Genau, wenn wir das gemacht haben, würde ich schon fast sagen, dass wir mit unserem Dach weitermachen oder unser Dach fertig bauen. Und zwar fangen wir da einmal an. Ich muss jetzt gerade mal genau gucken, wo wir anfangen, wo es am schlausten ist. Genau, wir nehmen uns Ziegelsteine und wir fangen einfach mal hier an. Also hier ist ja die Vorderseite. Und dann gehen wir hier an diesen Block hin und ziehen hier überall einmal Ziegelsteinblöcke drauf. Bis hierhin. Gehen dann einmal rüber auf diese Seite und machen hier weiter. Ziehen die hier entlang. Hier auch einfach drüber und dann um die Ecke rum. Bis hierhin. Dann hier einmal komplett drüber. Hier weiter. So. Hier dann einfach mal drüber hinweg. Über diese Stelle. Dann hier auf diesem Sandstein entlang bis zur Ecke und dann hier einmal weiter bis dahin. Und auf der Seite hier haben wir ja angefangen. Genau, und das ist sozusagen die Grundform vom Haus. Und hier drauf fangen wir jetzt an, die nächste Schicht draufzuziehen. Das heißt, wir nehmen uns eine Stufe, ziehen die einmal hier. Warte mal, jetzt muss ich gerade gucken. Oh, ich glaube, das passt. Genau, dass wir hier anfangen, eine Stufe zu nehmen. Und die ziehen wir jetzt hier entlang. Hier um die Ecke rum bis hierhin erstmal. Dann gehen wir auf die andere Seite und machen dann hier sozusagen weiter, also mit dieser Stufe, ziehen das dann hier entlang, gehen dann hier immer mit den Ecken mit. So ziehen das dann hier weiter, schön um die Ecke rum, hier dann auch wieder weiter. So bis hierhin und dann haben wir die nächste Schicht fertig. So, bis hierhin und den Rest lassen wir dann erstmal frei. So, dann nehmen wir uns wieder ganze Blöcke und fangen an, dann hier mit den Blöcken weiterzuarbeiten. Also ihr seht, das geht einfach noch eine Stufe weiter nach oben und ziehen dann hier die Blöcke hin, bis hierhin erstmal. Und dann hier auf der anderen Seite weiter. Also hier so, dann hier auch immer schön drumherum. So, hier weiter. So, hier entlang bis hierhin. Ups, und bis hierhin dann erstmal. Also hier den mittleren Block, sage ich mal, den müssen wir so ein bisschen anpassen gleich. Beziehungsweise, komm, lass uns das jetzt einfach schon machen. Wir müssen dort nämlich, wir haben da ja 1, 2, 3, 4 Blöcke. Wir müssen hier zwei weitere Sandsteinblöcke rausziehen und hier auch, die dann hier miteinander verbinden. Und dann kommen hier drunter noch zwei Blöcke und hier drunter zwei Blöcke und dann passt das. Dann haben wir diesen Bereich schon mal fertig. Genau, und hier an dieser Stelle haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Hier müssen wir noch einen weiteren Block rausziehen. Und hier auch. Genau, und dann haben wir das auch soweit fertig. So, als nächstes nehmen wir uns dann, ach so, genau, was dann wichtig ist, dass wir das hier auch miteinander verbinden. Also hier haben wir diese Blöcke ja und hier ziehen wir die dann einfach weiter, dass wir das hier sozusagen miteinander verbinden. Genau, dann nehmen wir uns wieder Ziegelsteinstufen und fangen an sozusagen mit der nächsten Schicht. Also wir gehen wieder ein nach oben und ziehen die dann hier entlang. Hier raus, jetzt müsst ihr ganz wichtig aufpassen. Jetzt geht das einmal hier
raus und dann nicht hier weiter, sondern wieder hier in Richtung Sandstein und dann auch über diesem Sandstein einmal rüber. Hier weiter. Und dann hier wieder zurück bis hierhin, dann hier einmal raus und dann hier in diese Richtung weiter. Also das ist so ein bisschen kompliziert an der Stelle. Genau, aber so weit. Dann einmal hier weiter wieder raus. Hier um diese Ecke rum. So. Ups. Einmal hier weiter. Und dann hier diese Strecke komplett entlang, bis sich das wieder hiermit verbindet. Dann haben wir die nächste Schicht sozusagen abgeschlossen. Dann als nächstes brauchen wir wieder ganze Blöcke und fangen dann an, die nächste Schicht einfach komplett hier reinzuziehen. Also hier entlang, so um die Kurve. Hier, so hier gehen wir dann in die Auskerbung wieder rein. Nur was hier jetzt wichtig ist, also jetzt haben wir diese Auskerbung gemacht. Hier füllen wir das jetzt einmal komplett auf. Das heißt, diese Blöcke füllen wir sozusagen auf, bis das hier gerade ist. Und ziehen es dann hier rüber. Hier einmal so rein. Dann bis hierhin. Hier einmal rum. Und bis hierhin. Also hier, das ist so ein bisschen so eine bisschen kompliziertere Stelle. Aber so muss das Ganze dann aussehen. Bis jetzt. Dann nehmen wir uns wieder Stufen und fangen an. Hier, sage ich mal, an der Stelle einmal hier die Stufen entlang zu ziehen, hier wieder raus, hier weiter. So, dann hier einmal außen entlang. Und hier gehen wir auch ganz normal einfach weiter. Das heißt, diesen Teil beachten wir jetzt gar nicht mehr. So, bis hier. Und dann geht das hier wieder zusammen und diese Schicht ziehen wir auch nochmal weiter. Dann haben wir diesen Teil vom Haus schon mal abgedeckt. Und dann kommen nur noch da, wo das jetzt noch offen ist, die ganze Blöcke rein. So, und dann haben wir das Dach mehr oder weniger fertig. Also mehr oder weniger, weil außen fehlt natürlich noch eine ganze Schicht. Das machen wir jetzt und zwar bei diesen ganzen Blöcken, an der Unterseite von diesen Ziegelblöcken, setzen wir jetzt auch nochmal Stufen, die wir einmal komplett um das Haus herumziehen. So, hier dann auch entlang. Also hier auch genau einfach komplett überall drumherum. So, hier entlang, also beziehungsweise bis hier an die Wand. Dann gehen wir hier auf der Seite hier einmal weiter. So, und hier oben dasselbe auch nochmal, aber dann halt auf der obersten Seite von diesen Sandsteinblöcken. Da fangen wir hier an und ziehen das dann hier raus, hier drumherum und dann hier so weit, bis sich das hiermit wieder verbindet. Genau, und dann haben wir jetzt, meine ich, das Dach soweit fertig. Dann kommen wir noch zu diesem extra Bereich, sage ich mal. Also hier, ne, dieses kleine Dach. Und zwar ziehen wir uns da erstmal Ziegelsteine einmal hier oben drauf auf dem Sandstein, komplett drumherum. So, dann wieder eine Schicht aus Stufen. So, und dann nochmal vier nicht Sandstein, Ziegelsteinblöcke in die Mitte. Und dann hier außen entlang auch nochmal eine Schicht. Das heißt hier entlang, so, hier dann auch drüber. Und dann so weit, bis sich das hier wieder mit verbindet. Und dann haben wir das Dach auch schon mal fertig. Genau, so, was dann noch fehlt, sind natürlich diese kleinen Dächer hier und auf der anderen Seite hier auch. Und zwar müssen wir das jetzt so machen, dass wir überall da, wo wir diese Quarzblöcke gesetzt haben, beziehungsweise lasst uns erstmal die anderen setzen. So, wir ändern die Reihenfolge. Und dann machen wir nachher alles komplett gleichzeitig. Genau, und zwar müssen wir jetzt einmal hier an dieser Stelle, also genau hier, einen Quarzblock hinsetzen. Also hier hört ja die Garage auf. Also hier kommt ein Quarzblock hin. Dann lassen wir zwei Blöcke frei. Hier ein Quarzblock hin. Zwei Blöcke frei. Wieder ein Quarzblock. Zwei Blöcke frei. Hier ein Quarzblock. Nochmal zwei Blöcke frei und hier ein Quarzblock, also dass es insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Stück sind. Dann gehen wir sozusagen um die Kurve, lassen zwei Blöcke frei, hier ein Quarzblock, zwei frei, hier ein Quarzblock, zwei frei und dann kommt genau hier nochmal ein Quarzblock hin. Genau, einfach, dass wir diese Markierungen schon mal haben
Und dann können wir uns Sandsteinblöcke nehmen und hier einmal eine Schicht reinsetzen. Hier auch eine Schicht reinsetzen. Dann kommt hier nochmal eine Schicht hin, also auf dieser rechten Seite. Hier lassen wir zwei Blöcke frei und hier ziehen wir eine Schicht hoch. Dann da oben zwei Blöcke rein. Hier eine Treppe und hier eine umgedrehte Treppe rein, dass es hier so einen Bogen ergibt. Und hier an der Stelle verbinden wir das erstmal unten miteinander und lassen dann auf jeden zwei, also ne, zwei Blöcke frei, hier eine Verbindung und hier kommen dann Glasscheiben rein und hier auch. So, und auf dieser Rückseite kommt auch erstmal unten eine Verbindung rein und dann genau in der Mitte einmal eine Abtrennung und dann hier eine Glasscheibe rein und hier eine Glasscheibe rein. So, dann haben wir das und hier oben, da muss ich gleich nochmal gucken, weil ich mir da immer noch nicht ganz sicher bin, wie wir das machen. Aber was man auch schon mal machen kann, ist, dass hier zwei Sandsteinblöcke reinkommen. Genau, so. Jetzt machen wir mit dem Quarz weiter. Ich würde sagen, erstmal hier auf der Vorderseite. Und zwar müssen wir jetzt alles auf eine Höhe von vier Blöcken ziehen. Wir haben jeweils einen Block, das heißt überall drei weitere Quarzblöcke drauf. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Und wie gesagt, das überall. So. 1, 2, 3. Dasselbe dann auch dort, wo wir gerade eben die Blöcke gesetzt haben. Das heißt hier auch überall drei weitere Blöcke drauf. So, und dann nehmen wir uns, das haben wir noch gar nicht benutzt, Quarztreppen. Und die setzen wir dann so hin, also dass wir jeweils zwischen diesen Säulen immer umgedrehte Treppen haben, also dass das so einen Bogen gibt, ne? Das heißt, hier machen wir das genauso. Erstmal hier auf einer Seite und dann, ups, dann hier auf der anderen Seite. Dass man überall solche Bögen hat, also hier erstmal und dann dasselbe hier auf dieser Seite auch. Das heißt, hier kommen überall immer diese umgedrehten Treppen rein. So, und dann auf der anderen Seite genauso. Zack. Dann nehmen wir uns als nächstes Ziegelsteinblöcke und setzen die jetzt überall auf dem Quarz drauf. Also hier, na, wir machen das nachher auf der anderen Seite. Dann kommen hier vor Stufen, sozusagen, die wir dann hier drum ziehen. So, dann kommt wieder eine Schicht aus Stufen hier oben, also nochmal einen halben Block höher. So, bis hier an die Wand dran und dann nochmal ganze Blöcke, die wir dann hier direkt an die Wand dran setzen. Und dann hat man ein Dach, was das sozusagen hier oben mit verbindet. Und das, wie gesagt, auf der Seite auch. Das heißt, erstmal ganze Blöcke, die wir auf den Quarz draufsetzen. Dann nochmal die Stufen hier außen dran. So, bis hierhin. Dann kommt hier die nächste Schicht aus Stufen, also das zieht sich einfach von da vorne weiter durch. Hier um die Ecke rum und hier bis an die Wand dran. Und dann die nächste Schicht ganze Blöcke, die wir dann hier nochmal reinsetzen. So bis hierhin. Und dann haben wir das Dach dafür auch schon mal. So, was jetzt dann noch fehlt, sind noch so ein paar Kleinigkeiten, beziehungsweise hier natürlich noch der ganze Turm. Und dort machen wir das so, ich habe glatten Quarz genommen. Und den, jetzt muss ich gerade genau gucken, dass ich hier keinen Fehler mache. Also hier haben wir ja diese Verbindung aus Sandstein. Wenn wir hier 1, 2 nach links gehen und hier vorne diesen Block einmal rausreißen und dort einen Quarzblock hinsetzen, das müssen wir erstmal machen. Dann nach links gehend lassen wir zwei Blöcke frei und den dritten, also diesen reißen wir auch raus, setzen dort auch einen Quarzblock hin. Und ziehen das dann einmal hoch auf eine Höhe von sieben Blöcken. Das heißt, ein Block haben wir ja schon aus Quarz. Dann haben wir zwei, drei. Das müssen wir rausreißen. Vier. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier auch. Ein haben wir. Zwei, drei. Das rausreißen. 4, 5, 6, 7. Genau, bis hierhin. Und da drauf kommt dann einmal ein Ziegelsteinblock und hier auch. Und das verbinden wir miteinander.
Dann ziehen wir das von den Ecken aus drei weitere Blöcke nach hinten weg. Hier auch 1, 2, 3 weitere nach hinten weg und verbinden das miteinander. Und an den Ecken kommen jeweils auch Quarzblöcke drunter und die wir dann runterziehen. Also hier runterziehen, so, das reißen wir dann raus und setzen da drunter auch Quarz. Genau, dann haben wir da nochmal die Säulen, die dann in das Dach reingehen sozusagen. Genau, so, dann können wir uns schon mal Ziegelstufen nehmen und die hier außen entlang ziehen. So, und dann hier oben einfach vier Blöcke rein und dann nochmal vier Stufen da drauf. Dann haben wir das Dach für diesen Turm auch schon mal fertig. Und genau, was wir dann hier machen können, also hier kommt Sandstein rein von der Innenseite. Kommt hier Sandstein rein, hier auch Sandstein rein und hier dann nochmal so ein Fenster. So. Und von außen sieht das Ganze dann so aus, dass man da unten so ein Fenster hat zwischen diesem Quarz. Genau, so macht man das. Dann brauchen wir nochmal kurz Quarztreppen, die wir dann hier reinsetzen, auf dem dritten von oben. Kommen hier umgedrehte Quarztreppen rein. Hier kommen umgedrehte Quarztreppen rein, hier auch, also den reißen wir raus und setzen dort eine umgedrehte Quarztreppe rein. Und hier auch, den reißen wir raus und setzen dann hier zwei umgedrehte Quarztreppen rein. Und die beiden reißen wir raus und setzen dort auch einfach ganze Quarzblöcke rein. Das kann man so machen. Genau, so. Und weil ich merke, dass da gerade so eine Lücke ist, das ist mir vorher nicht aufgefallen, reißen wir den raus und setzen dort einen ganzen Block rein. Und hier auch, also den reißen wir raus, setzen dort einen ganzen Block rein. Einfach damit da keine Lücke entsteht. So, und dann haben wir den Turm soweit auch komplett. Genau, perfekt. So, was dann noch fehlt, ist zum Beispiel hier dieser Brunnen. Den haben wir jetzt auch noch nicht gebaut. Und zwar machen wir das jetzt so, dass wir erstmal Sandsteinblöcke nehmen. Und jetzt muss ich gerade gucken, wie ich das mache oder wo ich das genau mache. Ich bin mir da gerade gar nicht ganz sicher. Ich meine... Genau, man nimmt sich diesen Block, also von hier und von hier, zieht man sozusagen hier eine Ecke rein. Und diese ziehen wir dann einmal hoch. Ich meine, dass ich das so gemacht habe. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, gerade. Vielleicht ist er auch ein bisschen größer jetzt. Ja, der ist sogar ein bisschen größer. Ne, warte mal, da müssen die nochmal raus. Sorry. Genau, ne, tut mir leid, das war ein bisschen falsch. Also man könnte es theoretisch auch so machen, aber ich habe diese Blöcke genommen und hier eine Ecke reingezogen. Also einen Block weiter nach außen sozusagen. So, und dann ziehen wir das hier einmal hoch bis hierhin. Dann kann man das hier oben einmal so zumachen. Und von außen ist das Ganze dann geschlossen. Genau, das passt. Und dann kommen diese vier Blöcke raus. Hier unten kommt Sandstein rein und hier auch. Und hier unten habe ich dann, glaube ich, Wasser... Nee, ich habe einfach so Wasser hier reingesetzt. So, dass man hier ein bisschen Wasser hat. Und dann habe ich Zaun genommen. Ich glaube, Fichtenholzzaun. Und habe... Jetzt bin ich mir selber gar nicht mehr sicher. Ich glaube, dann habe ich hier einfach eine Säule runtergezogen, einen Kessel genommen. Vielleicht habe ich das auch doch wieder weiter nach innen gesetzt vorne. Ich bin mir nicht sicher. Und habe dann da irgendwie so einen Kessel reingesetzt, damit man hier so einen Brunnen hat. Genau, hier außen kann man dann noch eine Schicht Holz, sag ich mal, so dran ziehen. Und dann Fichtenholzstufen nehmen. Und die hier dann auch nochmal außen entlang ziehen. Da hat man so einen kleinen Aufstieg, also dass man hier einmal so rübergehen kann. Genau, zu dem Bereich. Außerdem kommen hier überall nochmal Stufen zwischen. Auch wichtig. Und hier auch einmal überall außen Stufen dran. So, hier dann entlang. Und komplett weiter bis... warte mal, hier kommt sowieso noch so ein Beet hin und sowas. Ich mache mal gerade erstmal wieder heller. Auf der Vorderseite haben wir auf jeden Fall hier auch Stufen.
die dann einmal hier rüber gehen und dann hier entlang bis hierhin, also bis zum Rand. So, und hier fehlt natürlich auf der Vorderseite noch der ganze Eingang. Ich würde sagen, den machen wir dann jetzt auch erstmal, weil das ja auch ganz wichtig ist. Genau, und zwar brauchen wir dafür glatte Quarzblöcke erstmal und gehen nach innen, also 1, 2, 3 Blöcke und setzen hier ein Quarz hin und auf der rechten Seite auch. Ziehen das hoch auf eine Höhe von 5, also 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, verbinden das miteinander und setzen dann hier und hier eine umgedrehte Quarztreppe rein. Dann hat man hier schon mal so einen Eingangsbogen. Und was wir dann hier machen, ist, dass wir auf dieser Höhe, also sozusagen über diesem Quarz, also man kann jetzt hier auf dem Quarz erstmal Sandsteine hinsetzen, dann die hier einmal weiter rausziehen bis hierhin. Und dann brauchen wir Fichtenholzzäune und setzen die dann einmal hier drauf. Und dann habe ich das gemacht, dass ich auf der Innenseite, also hier, auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Quarzblöcke aufeinander gesetzt habe. Hier auch. Hier miteinander verbinden. Dann kommt hier eine umgedrehte Treppe rein und hier auch. Und hier oben dann auch einfach irgendwie, wobei ich würde da glaube ich nicht Quarz reinsetzen, sondern Sandsteinblöcke. So, und dann hat man hier diese Eingänge fertig, also diese Bögen, wo man dann hier ganz entspannt reingehen kann in das Innere vom Haus. Da oben dann so einen kleinen Balkon. Genau, ich glaube, dass ich da sogar irgendwie noch Glowstone oder so reingepackt habe. Ich meine, das ist jetzt nicht so wichtig, aber ne, das kann man machen, dass man zum Beispiel da, zack, und da oben Glowstone reinsetzt und dann hat man das Ganze sogar ein bisschen beleuchtet hier an dieser Stelle. Sieht eigentlich ganz schick aus. Genau, also da sieht man das auch, da leuchtet das so ein bisschen. So, dann haben wir das. Das Garagentor fehlt natürlich noch. Dafür brauchen wir Quarzsäulen, die wir dann hier einfach so reinsetzen. So, jetzt ist es hier komplett dunkel. Ich hau hier gerade mal so ein bisschen Glowstone rein. Hier an der Stelle kommt ja der Eingang hin. Das bedeutet, da können wir uns auch einmal Sandsteinblöcke nehmen und das hier zumachen. Und dann kommt hier eine Tür rein. Ich habe, glaube ich, eine Fichtenholztür genommen. Bietet sich ja an, weil wir sowieso Fichtenholz überall benutzt haben. Die Tür kommt dann hier rein. Und dann hier einfach Stufen oder sowas dran, dass man hier entspannt hochgehen kann. Und hier kommt man dann halt in die Garage rein. So, und von der Vorderseite bei der Garage müssen wir natürlich auch noch ein bisschen was machen. Und zwar setzen wir einen Haken dort rein. Genau in die Mitte. Und dann habe ich auch noch Steinknöpfe genommen und die hier an den Außenrändern einfach entlang gezogen, einfach damit man so ein bisschen eine Musterung drin hat. Genau, das zum einen. Und dann kann man auch noch, also hier haben wir am Rand diese Beete gebaut. Ich habe das so gemacht, dass ich Holz genommen habe, das hier einfach entlang die von der Garage gezogen habe, hier noch 1, 2, 3 Blöcke weiter, dann hier 2 nach vorne und hier wieder zurück, also dass man sozusagen eine Mitte frei lässt. So, hier zieht man das dann auch genauso um die Garage drum. Bis hierhin, glaube ich, hier wieder zurück. Ist letztendlich auch fast egal, wie man das im Detail macht. So, und dann überall hier einmal Grasblöcke rein. Und dann habe ich dort überall so Büsche reingesetzt. Und zwar mit Fichtenholzzäunen. Und mit Akazienlaub habe ich, glaube ich, genommen. Und dann habe ich zum einen hier auf jeden zweiten Block einen Zaun gesetzt. Und dort jeweils 2 Blöcke Büsche drauf. Und hier auf der Seite dasselbe auch. Also einen freigelassen und dann, ich weiß nicht, ob man das auf jeden zweiten, also bis auf die Ecke, dann irgendwie hier und hier. Passt das so vom System? Ja, ungefähr, ne? So, und dann zieht man da einfach noch so ein paar Büsche drauf. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt im Detail genau richtig, also genau gleich gemacht habe. Nee, ich habe das hier sogar so ein bisschen kürzer gezogen. Genau, das heißt, so, ich ziehe das einfach mal so ein bisschen weiter. Ich habe das hier um einen Block kürzer gemacht, bis hierhin sozusagen. Ne? Also, ne? Da hinten kann man das ein bisschen mit vergleichen. Und dann kommen hier Büsche drauf.
Wie gesagt, im Detail habe ich das wahrscheinlich anders gemacht. Ja, genau, ich habe die Büsche da ein bisschen anders gesetzt. Ist letztendlich aber auch egal, wie man das dann genau macht. Hauptsache, man hat so ein paar Büsche und das sieht italienisch aus. So, jetzt kommen wir eigentlich nur noch zu dekorativen Sachen, weil das Haus an sich steht ja jetzt. Genau, bei den dekorativen Sachen. Ach, hier, das ist natürlich auch nochmal eine Stufe, die hier reinkommt. So. Ich habe zum Beispiel ja hier noch eine Mauer hereingesetzt und zwar habe ich einfach angefangen von hier bis hierhin, glaube ich, so ein paar Blöcke, also ne, hier erstmal Sandstein zu setzen und dann hier immer 1, 2, 3, 4. Und auf den vierten geht man zwei Blöcke hoch und macht das dann hier nochmal ein bisschen höher, also dass man immer drei Blöcke sozusagen frei hat und dann kommt wieder so eine Säule raus und dort habe ich dann Gitter draufgesetzt. So. Und das macht man dann ein paar Mal. Das heißt, ups, so, dann kommt sozusagen der nächste Block, dann wieder 1, 2, 3, 4, 2 hoch und dann 3 hier zwischen, 1, 2, 3, 4, 2 hoch und dann hier ein paar zwischen, 1, 2, 3, 4, 2 hoch, hier ein paar zwischen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie weit ich das gemacht habe. Wahrscheinlich bis hierhin. Also, dass man sozusagen 1, 2, 3, 4, 5. Sechs von diesen Elementen hat. Und hier geht das dann um die Ecke in diese Richtung. Das heißt 1, 2, 3, 4, 2 hoch und hier zwischen und dann wieder dieses Gitter drauf. 1, 2, 3, 4, 2 hoch, hier zwischen, 1, 2, 3, 4, 2 hoch, hier zwischen, 1, 2, 3, 4, 2 hoch und hier zwischen. Bis hierhin wahrscheinlich, das sind wie viele? Warte mal, 1, 2, das sind vier Elemente sozusagen. Und hier lässt man das dann frei für die Einfahrt. Wobei ich habe das einen kürzer sogar gemacht. Ich reiß mal hier gerade nochmal alles weg. Genau, also hier ist dieser Eingang, der ist ein bisschen breiter. So, und dann kann man hier einen Pool reinziehen. Ich weiß nicht genau, wo ich den hingezogen habe, ne? Ist eigentlich auch fast egal. Ich glaube, hier habe ich den dann irgendwie so reingezogen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke. Und dann hier in diese Richtung. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie viele Blöcke das sind. Also vielleicht mache ich das jetzt nicht 1 zu 1 nochmal genau richtig. Aber wie gesagt, das ist eigentlich voll egal. Weil es geht einfach nur darum, dass man hier so einen Pool reinzieht. Dass der von der Form ungefähr hier reinpasst. Also so ist das, glaube ich, ganz entspannt. Das sieht ganz gut aus. So, dann reißen wir natürlich diesen ganzen Kram hier raus. So, warte mal. So, der Block muss natürlich da bleiben. Hier unten, das kommt auch alles raus. Also wir müssen jetzt zwei Blöcke eigentlich rausziehen, damit wir den Boden da auch einsetzen können. So. Genau, und dann kommt hier überall Quarz rein. Also ich mache das mit Quarz. Da könnt ihr auch irgendwie einen blauen Block nehmen oder sowas. Das passt natürlich auch. Oder irgendein anderen ist letztendlich auch egal. Ihr könnt den Pool auch tiefer bauen, wenn ihr das wollt. Ich mache den jetzt nur einen Block tief. Genau, und dann habe ich Glassdown genommen und das hier jeweils in die Ecken reingesetzt. Also, nein, nicht ganz in die Ecken, aber einen versetzt. So, hier, hier, hier und hier so ein paar Blöcke rein. Und dann Wasser, was man dann einfach da drüber setzt. So, und schon haben wir hier einen ganz entspannten Pool. So, und das Letzte, was ich glaube ich gemacht habe, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das Letzte ist, aber noch eine Sache. Ich habe Diorit genommen und hier so eine Art Weg rausgezogen. So, wir haben, wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke breit ist das Ganze ja hier. Dann machen wir das hier auch 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke breit. So. Und ziehen dann einfach mal hier so einen Weg raus. So. Also wie man den im Detail macht, ist jetzt auch gar nicht mal so wichtig.
Hauptsache, ich habe so einen Weg gemacht, der halt so leicht, so eine ganz leichte Kurve hat. Das sieht man dann gleich, wenn ich den fertig habe. So, ne, also ein Weg, der hier, wie gesagt, einmal so eine Auskerbung und hier eine Auskerbung hat, einfach, dass da so eine leichte Kurve drin ist. Hier habe ich das auch gemacht, wie ihr seht. Genau, das ist einfach der Weg zur Garage. Den kann man dann natürlich hier nochmal ein bisschen weiterziehen. Na, beziehungsweise dann halt, je nachdem, wo das Ganze dann hinführt. So, an sich war es das dann, glaube ich, auch schon fast. Ich glaube, was ich dann noch gemacht habe, ich habe noch mit Rosensträuchern gearbeitet, weil das haben sich auch, glaube ich, so ein paar Leute gewünscht im Livestream, als ich das Haus gebaut habe. Ich habe dann zum Beispiel hier vor den Säulen teilweise Blöcke rausgerissen und dort Gras reingesetzt und dann einfach Rosensträucher da drauf. Ich glaube, hier habe ich das gemacht. Auf der Rückseite wahrscheinlich auch. Ach, und hier sind natürlich auch noch irgendwie so, ne? Also ich setze sie jetzt einfach erstmal random hin. Ich würde das dann natürlich an eurer Stelle anpassen, dass das irgendwie symmetrisch ist. Habe ich drüben auch gemacht. Aber ich mache das jetzt gerade nur zum Andeuten, dass man hier so ein paar Büsche drauf zieht. Genau, hier habe ich das noch gemacht, auf der Rückseite. Also, dass man hier, hier, hier und hier vor den Säulen Gras reinsetzt und dann Rosensträucher da drauf. Einfach, damit man da so ein bisschen was hat. Und hier kann man das auch vor diese Säulen packen. Genau, soweit an der Stelle. Dann würde ich aber sagen, ich meine, das war's. Oh, 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 eine ganz wichtige Sache, der Schornstein. Stimmt. Der Schornstein, der fehlt ja auch noch. Genau, dafür, was man dafür macht, ist, dass man einfach sich hier irgendwie eine Position raussucht, zum Beispiel diese Blöcke. Und hier, warte mal. Ah, ich würde den ein bisschen höher, glaube ich, ziehen. Also sozusagen nach hinten gehend. So, diese Stufen reißt man dann raus und setzt dort noch Quarzblöcke hin und zieht so einen 4x4 Block hoch. Ne? Ich glaube, ungefähr auf diese Höhe, also dass der drei Blöcke rausguckt. Ob ihr den jetzt hier macht oder einen weiter nach rechts oder nach links, ist auch fast egal. Und dann kommen hier umgedrehte Ziegelsteintreppen rein, und zwar 4 Stück. Und wenn man die jeweils dreht, dann sieht das am Ende genau so aus. Und dann hat man dort den Schornstein. Ne? Dort ist der... Ich glaube sogar an exakt der gleichen Stelle, obwohl ich das jetzt nicht mal überprüft habe. Genau, und der gibt dem ganzen Haus natürlich nochmal so einen kleinen Akzent, der nicht direkt auffällt, aber der das Haus nochmal ein bisschen schöner wirken lässt. Genau, ich würde sagen, Leute, an der Stelle, das war's dann aber mit diesem Video. Man könnte natürlich noch 10 weitere Sachen verbessern und hier dekorativ was verändern und so weiter. Ist aber jetzt nicht Thema von diesem Video. Wir sind schon lange genug dran. Ich würde sagen, danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war nicht zu kompliziert. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Lasst ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten könnt ihr das Haus auch runterladen auf meiner Website, kostenlos. Und ansonsten würde ich sagen, nochmal Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Haut rein, meine Freunde. Ciao. Ciao.